Jo Leute, in diesem Video wollte ich einfach nur mal darüber informieren, dass ich Battle Pass Stufe 100 bin. Wie ihr auch meinen Skin sehen könnt, also. Das wollte ich einfach nur mal loswerden, also. Alles gut. Das ist halt alles, was ich zeigen wollte. Ja, und dann, dann baue ich jetzt einfach nur mal kurz die nächste Kurzzeit. Dem Band, das ist noch, und ich weiß, dass es passt zwischen uns. Die Sonne geht auf und wir tanzen im Schnee, lelele. Einfach so. Ach ja, und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Martot und Four Winds sind jetzt in Face offiziell drinne. Sie haben mir schon einmal ein Video rausgebracht, also im Livestream, wo sie geschrieben haben, Grinding for Face, wo auch Replays in die Kommentare geschrieben hat. Das weiß ich, weil ich Martot sehr aktiv gucke, weil das ist einfach der beste Spieler überhaupt. Und auf jeden Fall haben die einen Trick gezeigt, aber haben auch einige andere gezeigt, zum Beispiel auch Controller-Spieler. Ja, dieser Trick ist eigentlich ganz easy, wie ihr in jeden einzelnen Zeigrund bekommt. Den zeige ich euch jetzt mal kurz zum Schluss, dann war es doch mit dem Video. Das ist so wieder so lang, was ich gedacht, aber also normal ohne One ist eigentlich das. Jo. Die meisten machen ja irgendwie diesen und dann, also warte, die machen irgendwie so 90s und bauen dann hier außen so eine Treppe oder eine Treppe mit Dach, je nachdem, aber da gibt es auch jetzt noch einen einfachen Trick. Und den zeige ich euch. Der Trick ist sowas von easy, den kann jeder Bot, also auch ich. Der Trick ist einfach folgender. Ich habe jetzt niemanden, mit dem ich das zeigen kann. Ihr macht einfach nur 290s. Euer Gegner dann auch. Und dann habt ihr hier wieder dieses Ramp. Manche machen so und gehen an der Seite lang. Aber das wollen wir ja nicht, das ist zu umständlich.
Lol. Deshalb machen wir es auch nicht. Und sondern wir machen einfach diesen. Wenn ihr auf der Höhe seid. Ihr müsst also auf jeden Fall aufpassen. Ihr kommt ja aus den 90 raus. Oh. Kommt aus den 90 raus. Dann müsst ihr die Wall, die habt ihr noch draußen. Dann müsst ihr wieder rausnehmen. Dann müsst ihr gucken. Genau an diesen, genau nachdem ihr über diese Linie von der letzten Treppe drüber geht, müsst ihr springen. Und dann ist es hier oben eure Wall. Ja, und dann hat der Gegner das Problem, dass hier die Wand schon ist. Dann kann er zwar das hier placen und so an der Seite vorbeigehen, aber ihr habt den Easy Way. Das ist eure Wand und ihr könnt einfach 90s weitermachen. Während der Gegner straight, vielleicht diesen Move macht, straight weitergeht oder einfach. Oder vielleicht einfach, wartet mal. Weil ihr, oder vielleicht auch einfach hier hoch springt und auch 90s macht. Was aber unständig ist, weil er erstmal reagieren muss. Was halt eigentlich immer länger dauert. Ich kann es nochmal schnell zeigen. Jetzt fail ich wieder zu 100%. Nice, erst 90s gefehlt. Oh, nice. Kein Kommentar dazu. Nochmal probieren. Ich place den Boden zu früh. Natürlich könnt ihr auch einfach. Ja, endlich die. Ja, das war's nur wieder mit diesem Video. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich bitte was gewonnen habe. Dieser Trick, der fiel mir gerade noch ein, weil ich den gesehen hatte. Ja, und dann. Ciao.